Leo Strauss arrangierte im Rahmen der sogenannten Freizeitgestaltung Kabarettabende, an denen unter anderem Kurt Gerons Kabarett Karussell mitwirkte. Er schrieb Texte und Sketche für das Kabarett, unter anderem Das Städtchen als ob. Ich kenne ein kleines Städtchen, ein Städtchen ganz tipptopp. Ich nenne es nicht beim Namen, ich nenn's die Stadt als ob. Nicht alle Leute dürfen in diese Stadt hinein. Es müssen Auserwählte der als ob Rasse sein. Die leben dort ihr Leben, als ob's ein Leben wär. Und freuen sich mit Gerüchten, als ob's die Wahrheit wär. Die Menschen auf den Straßen, die laufen im Galopp. Wenn man auch nichts zu tun hat, tut man doch so, als ob. Es gibt auch ein Kaffeehaus, gleich dem Café L'Europe. Und bei Musikbegleitung fühlt man sich dort, als ob. Und mancher ist mit manchem auch manchmal ziemlich grob. Daheim war er kein Großer, hier macht er so, als ob. Des Morgens und des Abends trinkt man als ob Kaffee. Am Samstag, da gibt's als ob Haschee. Man stellt sich an um Suppe, als ob da etwas drin. Und man genießt die Dorsche, als ob Vitamin. Man legt sich auf den Boden, als ob das wäre ein Bett. Und denkt an seine Lieben, als ob man Nachricht hätte. Man trägt das schwere Schicksal, als ob es nicht so schwer. Und spricht von schöner Zukunft, als ob's ein Morgen wäre. Und spricht von schöner Zukunft, als ob's ein Morgen wäre. Theresienstadt auch ein Ensemble, in dem er selber auftrat und Texte schrieb, wie zum Beispiel eine Ode an Don Juan.